herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und wie versprochen zeige ich euch heute die DF-Sprachschule in Miami und ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Also kommt mit. Jetzt im Eingangsbereich der EF-Sprachschule und wenn man hier lang geht, hat man erstmal einen Sicherheitsmenschen, der die Taschen kontrolliert und guckt, ob man keine verbotenen Gegenstände mit in die Schule bringt. Und hier kann man sich dann einfach hinsetzen oder sich eben ein paar Spiele ausleihen oder Bücher, je nachdem, wie man sich beschäftigen möchte. Wenn man dann hier weitergeht, kommt ein Raum, den Nina und ich eigentlich erst heute so richtig entdeckt haben. Und zwar ist hier so eine Art kleiner Kiosk, wo man sich hinsetzen kann und wo man auch Kicker spielen kann. Befinden wir uns im Herzstück des Eingangsbereiches und zwar haben wir einmal die Rezeption, wo ihr euch später anmeldet und auch immer fragen könnt, falls ihr irgendwelche Anliegen zu eurem Stundenplan oder anderen Aktivitäten habt. Hier drüben findet ihr dann nochmal wie unten eine Chill-Out-Lounge, wo ihr euch hinsetzen könnt. Nina und ich schneiden super oft da, weil es einfach super bequem ist und man sich sehr gut dort konzentrieren kann. Eine weitere coole Sache, die sich hier im Eingangsbereich befindet, ist dieses leuchtende Miami-Zeichen hier. Das blende ich euch aber auch gleich nochmal von nahen ein. Nina und ich haben uns sofort in dieses Zeichen verliebt und es auch erstmal direkt fotografiert. Des Weiteren befindet sich im Eingangsbereich auch der Fahrstuhl, der euch zu den verschiedenen Etagen bringt. Beispielsweise gibt es auf der 3. und der 7. Etage Unterrichtsräume und alle anderen Räume werden dann als Unterkunft genutzt. Meiner Meinung nach ist die Sprachschule auch wirklich richtig cool gestaltet. Zum Beispiel habt ihr hier diese wunderschöne Tapete, die Nina und ich schon als Fotospot benutzt haben. Vielleicht habt ihr das Bild schon auf Instagram gesehen. Da haben wir auf jeden Fall das Foto gemacht. Hier seht ihr dann auch nochmal den Willkommensbereich von EF und der ist auch gerade richtig schön geschmückt mit einem Tisch und bunten Ballons. Und wenn ihr dann weiter mit nach hier kommt, findet ihr einmal hier oben eine Treppe. Dort kommt ihr dann zu den iLabs, wo mit Computern und Tablets gearbeitet werden kann, je nachdem, welche Klasse ihr gerade besucht. Und weiter geradeaus kommen wir gerade perfekt zum Mittagessen, denn hier befindet sich die Cafeteria und dieses Schild, was euch immer verrät, was es heute für ein Essen gibt. Wenn ihr dann auf dem Weg in die Cafeteria seid, könnt ihr euch erstmal hier die Hände desinfizieren. Das finde ich super cool, das hatten wir in unserer Mensa nie. Und wenn ihr mir dann folgt, seht ihr schon hier ein kleines Schild mit den Preisen für das Essen. Je nachdem, wenn ihr zum Beispiel keinen Lunch dazu gebucht habt, könnt ihr spontan einfach jeden Tag entscheiden, ob ihr noch Mittagessen wollt. Dann zeigt ihr anschließend eure ID bei den Mitarbeitern und könnt euch dann je nachdem euer Essen aussuchen. Und das Letzte, was ich euch noch im Erdgeschoss zeigen möchte, ist natürlich die Toilette und die befindet sich direkt neben der Cafeteria. Wir befinden uns jetzt in der 7. Etage und hier kann ich euch mal so einen typischen Klassenraum in der EF-Sprachschule zeigen. Und zwar könnt ihr vielleicht jetzt schon sehen, dass die ganzen Tische und Stühle so richtig schön amerikanisch sind. Das heißt, man hat diese kleine Fläche hier, die direkt an dem Stuhl dran ist. Es ist schon ein bisschen problematisch manchmal, wenn man schreiben möchte, aber das ist alles Gewöhnungssache. Ansonsten ist jeder Raum mit einem Kassettenrekorder, einem Whiteboard und einem Computer für den Lehrer ausgestattet. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen näher kommt, seht ihr diesen nice Raum hier. Deswegen haben wir auch den Klassenraum ausgewählt. Weil guck mal, wer möchte nicht lernen mit so einer Aussicht? So, das war jetzt meine kleine Tour durch die EF-Sprachschule in Miami. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt, auch eine Sprachreise zu machen, vielleicht sogar hier nach Miami,
Dann verlinke ich euch unten mal meine Ambassador-Seite von EF. Dort könnt ihr euch kostenloses Infomaterial bestellen für eure nächste Sprachreise. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Apropos, falls ihr noch nicht genug habt von Miami, ich verlinke euch auch unten mal meinen Vlog-Kanal, denn dort lade ich einfach Daily-Vlogs rund um unsere Zeit hier in den USA hoch. Und das solltet ihr auch mitbekommen.